Habt ihr euch eigentlich schon einmal gefragt, was mehrfache Formel-1-Weltmeister wie Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel, ein mehrfacher Grand Prix-Sieger wie Max Verstappen oder auch ein Rookie wie George Russell in einem Jahr verdient? Dann seid ihr hier genau richtig und damit hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch aufklären, wie hoch das Gehalt jedes einzelnen Fahrers ist. Anfangen werde ich mit Williams und aufhören mit Mercedes, also die Liste der Konstrukteursweltmeisterschaft von 2018 in umgekehrter Reihenfolge. Fangen wir an. Bei Rocket Williams Racing verdient Formel-1-Rückkehrer Robert Kubica, der seine sechste Formel-1-Saison fährt, 500.000 Euro. Formel-2-Champion von 2018 und Rookie George Russell verdient in seiner Debütsaison 160.000 Euro. Das bedeutet, Williams löhnt für seine beiden neuen Fahrer im Jahr 2019 660.000 Euro. Auf zum Red Bull Juniorenteam Toro Rosso Honda. Formel-1-Rückkehrer Daniel Kwiat, der seine fünfte Formel-1-Saison fährt, verdient 2019 275.000 Euro. Neuling Alexander Albon bekommt in diesem Jahr ein Jahresgehalt von 150.000 Euro. Von allen Fahrern bekommt der Thai-Brite das geringste Gehalt. Zusammengerechnet überweist das italienische Team an die beiden Fahrer 425.000 Euro. Von allen Teams ist das die geringste Summe. Kommen wir zum Team Alfa Romeo Racing. Weltmeister von 2007 Kimi Räikkönen, der 2019 seine 17. Formel-1-Saison fährt und von Ferrari kam, verdient in diesem Jahr 4 Millionen Euro. Neuzugang Antonio Giovinazzi verdient in seinem ersten Jahr als Stammfahrer 200.000 Euro. Zusammengerechnet überweist das Team mit Schweizer Lizenz 4,2 Millionen Euro auf die Konten der beiden Stammfahrer, also mehr als das Sechsfache als bei Williams. Nächstes Team auf dieser Liste ist Sportpesa Racing Point F1 Team. Sergio Perez, der seit 2014 damals noch für Force India fuhr und 2019 seine 9. Formel-1-Saison fährt, verdient 2019 3 Millionen Euro. Neuzugang Lance Stroll, der von Williams zu Racing Point kam und dieses Jahr seine 3. Formel-1-Saison fährt, verdient 1 Million Euro. Zusammengerechnet überweist das Team 4 Millionen Euro an die beiden Fahrer, also in etwa so viel wie bei Alfa Romeo oder 6-mal mehr als bei Williams. Kommen wir zum Traditionsteam McLaren F1 Team. Neuzugang Carlos Sainz Jr., der von Renault zu den Briten kam und dort wie Robert Kubica auch seine 6. Formel-1-Saison fährt, verdient 2019 3,5 Millionen Euro. Ex-Formel-2-Fahrer bzw. Formel-2-Vizemeister und Neuzugang Lando Norris bekommt 2019 als Stammfahrer 225.000 Euro. Von allen Rookies, die 2019 in der Formel 1 starten, verdient der 19-Jährige am meisten. Zusammengerechnet überweist das britische Team 3.725.000 Euro auf die Konten der beiden Stammfahrer, also fast 9-mal mehr als bei Toro Rosso. Auch zum amerikanischen Team Rich Energy Haas F1 Team. Romain Grosjean, der seit 2016 für das US-Team fährt und dieses Jahr, wie Sergio Perez auch, seine 9. Formel-1-Saison fährt, bekommt 2019 ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro. Kevin Magnussen, der ebenfalls wie sein Teamkollege seit 2016 im US-Team ist und 2019 wie Carlos Sainz Jr. auch seine 6. Formel-1-Saison fährt, erhält 2019 ein Jahresgehalt von 1 Million Euro. Also genau das gleiche Gehalt wie Lance Stroll bei Racing Point auch. Zusammengerechnet schüttet das US-Team 2,5 Millionen Euro an die beiden Stammfahrer aus, also fast 3-mal mehr als die Teams Williams und Toro Rosso zusammen. Das nächste Team auf der Liste ist das Renault F1 Team. Neuzugang Daniel Ricciardo, der von Red Bull kam und 2019 wie Sergio Perez und Romain Grosjean auch seine 9. Formel-1-Saison fährt, bekommt in diesem Jahr ein Gehalt von, Achtung, 15 Millionen Euro. Das ist mal eine Zahl. Teamkollege Nico Hülkenberg, der seit 2017 für die Franzosen fährt und 2019 wie Daniel Ricciardo, Sergio Perez und Romain Grosjean auch seine 9. Formel-1-Saison fährt, bekommt vom französischen Team wie Kimi Räikkönen auch 4 Millionen Euro. Zusammengerechnet überweist das französische Team 19 Millionen Euro auf die Konten der beiden Stammfahrer, also mehr als die 6 bisher erwähnten Teams zusammen. Kommen wir zum österreichisch-britischen Team, nämlich Aston Martin Red Bull Racing. Max Verstappen, der seit 2016 für Red Bull fährt und 2019 wie Daniel Kwiat auch seine 5. Formel-1-Saison fährt, erhält in diesem Jahr ein Jahresgehalt von satten 12 Millionen Euro. Neuzugang Pierre Gasly, der vom Juniorenteam Toro Rosso Honda kam und 2019 wie Lance Stroll auch seine 3. Formel-1-Saison fährt, erhält ein Jahresgehalt von 1,2 Millionen Euro. Zusammengerechnet erhalten die beiden Stammfahrer 13,2 Millionen Euro, also mehr als die Teams Williams, Alfa Romeo, Toro Rosso, Racing Point und McLaren zusammen. Ab zum italienischen Traditionsteam, nämlich die Scuderia Ferrari Mission Winnow. Weltmeister von 2010 bis 2013 Sebastian Vettel, der seit 2015 bei den Italienern ist und 2019 seine 13. Formel-1-Saison fährt, bekommt in diesem Jahr ein Jahresgehalt von satten, Achtung zum zweiten Mal, 40 Millionen Euro. Eine extrem hohe Summe an Geld. Dazu kommt aber noch ein möglicher Bonus, der aber nicht genannt ist. Neuzugang Charles Leclerc, der vom Sauber F1 Team kam und 2019 seine 2. Formel-1-Saison fährt, erhält in diesem Jahr wie Sergio Perez auch 3 Millionen Euro.
Zusammengerechnet schüttet die Scuderia satte 43 Millionen Euro an die beiden Fahrer aus, also mehr als das Dreifache als bei Red Bull. Last but not least, das Weltmeisterteam der letzten 5 Jahre, Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Fangen wir mit dem aktuellen Weltmeister Lewis Hamilton an. Er fährt 2019 wie Sebastian Vettel auch seine 13. Formel 1 Saison. 2019 verdient der aktuell 5-malige Weltmeister, und jetzt haltet euch fest, 50 Millionen Euro, was mehr als das Jahresgehalt von Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc und Sebastian Vettel zusammenaddiert ist. Was eine Stange Geld. Valtteri Bottas, der in diesem Jahr seine 7. Formel-1-Saison fährt, bekommt 2019 ein Jahresgehalt von 7,5 Millionen Euro. Zusammengerechnet überweist Mercedes satte 57,5 Millionen Euro auf die Konten der beiden Stammfahrer, also mehr als das Vierfache als bei Red Bull oder mehr als das 135-fache als bei Toro Rosso. Hier ist nochmal eine Übersicht für euch, wer 2019 wie viel Euro verdient und wer seine wievielte Formel-1-Saison bestreitet. Man beachte auch das Gesamtgehalt von allen Fahrern von satten 148.210.000 Euro. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, welcher Formel-1-Fahrer hat denn am meisten Geld verdient? Unangefochtener Spitzenreiter ist immer noch der Rekordweltmeister Michael Schumacher, der als Formel-1-Fahrer 650 Millionen Euro in seiner Karriere verdiente. Aber jetzt seid ihr gefragt, welche Summe hat euch am meisten überrascht? Schreibt es in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel-1-Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.